Test. Test. Eins. Eins, zwei. Eins. Zu viel. Test. Ah, ja. So sollte es gehen. Okay. Sie hören Sieben Todsünden, zweiter Teil. Ein Hörspiel von hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aus dem Teleinterview der Nachrichtenagentur Posa Nova. Ist das wirklich notwendig, dieses Ding da mitlaufen zu lassen? Dieses Ding ist ein Erbstück und wahrscheinlich zuverlässiger als jeder 4D-Raumscanner. Es dient lediglich als Gedankenstütze. Gedankenstütze? Typ-1-Menschen haben zu 90% ein fotografisches Gedächtnis. Eben, sie sagen es. Zu 90%. Also, können wir beginnen? Ja, ja. Fangen Sie schon an. Mein Name ist Dubia Norton. Vor mir sitzt die Leiterin der Brain X Corporation, Belinda Freya. Miss Freya, worin sehen Sie die größten Unterschiede zwischen dem Charakter des Typ-1-Menschen und des Typ-2-Menschen? Nun, nachdem das atomare Feuer 2041 den Großteil der Erde verschlungen hat und die Erdbevölkerung von 6,93 Milliarden Menschen auf 2 Millionen Typ 2 und 500.000 Typ 1 Menschen geschrumpft hat, war schnell klar, dass ein gemeinsames Überleben nicht realisierbar ist. Typ 1 Menschen sind dem Typ 2 Menschen geistig überlegen, jedoch... Sie meinen also, Typ 1 Menschen sind intelligenter? Intelligenter wäre das falsche Wort. Typ 2 Menschen haben die gleiche Hirnmasse. Allerdings können sie einige Teile nicht gezielt verwenden. Durch ihre Aggressivität sind Regionen ihres Gehirns geblockt, die unter anderem für kreatives Denken zuständig sind. Aber zurück zum Thema.
Schnell wurde klar, dass Typ 1 Menschen dem Typ 2 Menschen überlegen waren, zumindest was die Nutzung des Gehirns angeht. Das ist uns allen, denke ich noch, aus den Galuna-Protokollen vertraut, welche Professor Brinktran im Jahr 2044 veröffentlichte. Worauf ich hinaus will, wenn Sie mich nicht ständig unterbrechen würden, ist, die genetische Struktur der Typ 1 Menschen ist fehlerhaft. Wir nutzen unser Hirn zwar perfekt, jedoch stammen wir aus einem Genpool und sind somit genetisch nahezu identisch. Eine Chromosomenanomalie, die 2130 entdeckt, wird uns über kurz oder lang in ein Desaster führen. Das heißt, wir werden bald sterben? Das heißt, wir werden keine weiteren Nachkommen produzieren können. Wir sind sowieso schon unfruchtbar. Dann wird es auch nicht mehr durch In-vitro möglich sein. Aber mit der In-vitro-Methode könnte man den Genpool doch neu mischen. Oh, klar, dann können wir uns ja den ganzen Aufwand sparen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich in der Genforschung auskennen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Geninformationen auch teilweise Persönlichkeitsmerkmale enthalten. Somit ist das Risiko, welches mit dem Mischen der beiden Menschentypen einhergeht, zu hoch. Können Sie mir folgen? Selbstverständlich. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie derzeit ein Programm mit mehr oder weniger freiwilligen Probanden laufen. Stimmt das? Ja, manch einem muss man eben zu seinem Glück mit etwas Nachdruck verhelfen. Wenn die Probanden dabei zu Tode kommen, hat das mit Glück aber wenig zu tun. Aber... Ja, ich weiß. Im Dienste der Wissenschaft. Wahrscheinlich wollen Sie mir das sagen. Wie mir zu Ohren kam, haben Sie wieder einen neuen Probanden. Ist der auch schon gestorben? Woher wissen Sie? Das ist eine interne Angelegenheit und gehört nicht in ein Teleinterview. Oh, Ihre Ausflüchte und scheinheiligen Behauptungen langweilen nicht nur mich, sondern sicherlich auch unsere Zuhörer. Vielleicht sollten Sie mal ein paar Fakten offenlegen. Sie experimentieren ja nun schon seit Jahren mit Menschen. Oder gehören Typ 2 Menschen in Ihren Augen gar nicht mehr zur menschlichen Rasse? Na gut. Wenn Sie Fakten wünschen, bekommen Sie sie. Packen Sie Ihren Kram zusammen, wir gehen. Ich zeig Ihnen, was Sie wollten. In 10 Minuten am Fahrstuhl zur Ebene 04. Aber seien Sie pünktlich. Ups. Okay, liebe Zuhörer, da dürfen wir gespannt sein. Denke ich. Ebene 19. Oh, worauf warten Sie? Naja, ich hab... Hier treten Sie ein. Wohin fahren wir? Oh, Angst. Da sind wir. Da sind wir? Wo? Folgen Sie mir einfach. Mhm. Wow, was ist das denn? Veranstalten Sie hier LAN-Partys? Was? Ach, vergessen Sie's. Haben Sie dieses Teil da immer noch an? Teil? Das ist... Ja, ich weiß, ein Erbstück. Ach. Stellen Sie das Teil am besten dort drüben ab. Nicht, dass es noch kaputt geht. Das gute Stück. Oh, sehr zuvorkommend. Sie wollten Fakten. Sehen Sie sich den Holographen an. Das ist... Was? Was ist das für eine kranke Scheiße? Irgendwelche Schäden an der Hirnmasse. Leichte Schäden im Broca-Areal des... Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wir tun alles, damit es dem Probanden 7-4... damit es Age gut geht. Von Sätzen zuständig. Ist diese Region beschädigt? Abbruch. Sind die Nanobots noch aktiv? Nanobots aktiv. Stase 5. Füllerei. Initialisieren. Initialisiere. Sagst du das? Und Flaschen werden auch nicht mehr so viele weggeschmissen. Habt ihr Kippenmilch? Nein, Toni.
Wie wär's, wenn du selbst mal deinen Arsch bewegst und uns hilfst? Du frisst unser Essen, säufst unseren Schnaps und rauchst unsere Kippen. So geht das nicht weiter. Boah, komm doch mal runter, Alter. Verstehst du's nicht, Toni? Betty hat recht. Wir haben kaum genug für uns und schon gar nicht genug, um einen Schmarotzer wie dich durchzufüttern. Gott, Toni ist mich ein Schmarotzer? Du, die unter der Brücke wohnen, jeden Tag in die Stadt schnorren, Flaschen sammeln geht. Hältst du dich etwa für was Besseres? Seitdem deine Mutter dich mit 32 rausgeschmissen hat, weil du es zu nichts bringst, meinst du, wir wären für dich verantwortlich. Ich sag dir mal, wie es hier läuft. Entweder du passt dich an und wir unterstützen uns alle, oder du liegst morgen unten im Bach, mit dem Gesicht nach unten. Verstanden? Was ist denn hier schon wieder los? Toni versucht mal wieder, sich durchzuschnorren. Ich will mich abholen. Ruhe! Paul, was ist hier los? Wir haben Toni das Gesetz der Straße erklärt. Hier wird nicht nur genommen, sondern man steuert auch etwas bei. Ich bin kein Schmarotzer. Ich bin genauso ein Schmarotzer wie ihr. Ihr seid nicht besser. Oh, dir gebe ich gleich eine. Dann komm doch her. Hört auf damit. Wenn ihr euch hier die Köpfe einschlagt, kommen die Bullen und wir müssen hier weg. Was will die Nobelkarosse denn hier? Das ist mir nicht geheuer. Was willst du hier? Hallo erst einmal. Mein Name ist Age. Wieso denn so aggressiv? Wir dulden hier keine Fremden. Aber ich habe euch ein Angebot zu machen. Und dann lass hören. Ich weiß, das Schicksal hat es nicht sehr gut mit euch gemeint. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, hier zu leben. Deshalb wollte ich euch etwas Gutes tun und euch zum Essen einladen. Zum Essen einladen? Genau. Ihr müsst nur morgen Abend zu mir auf meinen Gutshof kommen. Aber die Sache hat doch bestimmt einen Haken. Nein, es gibt lediglich eine Bedingung. Ihr müsst alles aufessen. Ihr versteht das sicherlich. Meine Köchin betreibt einen sehr großen Aufwand, damit wir euch dieses Dinner bieten können. Da wollen wir nicht Berge von wegschmeißen müssen. Warten Sie mal kurz. Was meint ihr? Sollen wir sein Angebot annehmen? Komm uns doch gelegen. Ihr beschwert euch, ich würde euer Essen, welches angeblich nicht reicht, wegessen. Alle haben Hunger und es scheint tatsächlich noch nette Menschen zu geben. Ich weiß nicht. Doch, nehmen wir die Einladung an. Wir sind sowieso stärker und in der Überzahl. Was soll uns denn schon passieren? Wir gehen kein Risiko ein. In Ordnung. Wir nehmen Ihr Angebot an. Wann und wo? Morgen. Morgen. Polizeihauptkommissar Johannes Hinkler, Kripo. Was haben wir hier? Ich würde sagen, Leichen. Bei Ihrem Intelligenzquotienten würde ich ja total neidisch. Ist Ihnen der Kaffee heute Morgen nicht bekommen oder wie darf ich Ihren eigentümlichen Humor interpretieren? Interpretieren Sie, was Sie möchten. Auf jeden Fall brauchen Sie sich nicht zu wundern, weshalb keiner mehr zur Kripo möchte. Wenn Ihr Gemütszustand es jetzt zulässt, kann ich Ihnen die bisherigen Ermittlungsergebnisse mitteilen. Dann schießen Sie mal los, Granate. Also, um 6.53 Uhr ging ein Anruf eines Frührentners bei der zentralen Notrufstelle ein. Sein Hund hat beim Gassigehen angeschlagen und vier ziemlich tote, unterbemittelte Individuen unserer Gesellschaft gefunden. Bitte was? Mhm. Drücken Sie sich nicht so geschwollen aus. Ich wette, Sie selbst kennen nicht einmal die Bedeutung von dem, was Sie eben gesagt haben. Und ob. Aber damit Sie nicht ganz im Dunkeln tappen, der Yorkshire Terrier von einem alten Opa hat vier tote Penner gefunden. Jetzt verstanden? Wieso nicht gleich so? Immer wieder diese Hundebesitzer. Die sind alle Teil einer großen Verschwörung. Ah ja, kann man sehen, wie man möchte. Aber am besten, Sie teilen Ihren geistigen Dünnschiss jetzt mit dem Leiter der Spusi.
Wobei, der dürfte Sie und Ihren begrenzten Horizont ja bereits kennen. Noch ein bisschen Kommentar und ich werde dafür sorgen, dass Sie keinen Tag im Dienst der Polizei vergessen werden. Ja, ja. Dort hinten wartet Martin Blau, der ermittelnde Beamte der Spurensicherung. Hm? Auf Wiedersehen. Hm. Moin, Martin. Sag mir einfach, was du bis jetzt hast. Mann, das kann ich leiden. Zum Frühstück vier Leichen. Da ist auch der restliche Tag im Eimer. Das kannst du wohl laut sagen. Vier Obdachlose, drei Männer und eine Frau. Wir haben alles abgesucht, aber so wie es bis jetzt aussieht, haben die sich hier einfach hingelegt und sind gestorben. Wie? Keine äußeren Anzeichen von Gewalteinwirkung? Keine Schusswunden? Keine Drosselmarken? Nichts? Nichts von dem, was du eben gesagt hast. Okay. Okay, einer der Männer hat ein blaues Auge. Aber daran werden ja wohl nicht die anderen restlichen drei gestorben sein. Und es deutet wirklich nichts darauf hin, dass sie umgebracht wurden? Überleg doch mal. Wir haben alles eingetötet, was wir gefunden haben. Die Leichen sind schon in der Gerichtsmedizin. Und so wie ich unsere liebe Frau Dr. Bilding kenne, hat sie schon zwei von den armen Teufeln auseinandergenommen. Oh, da ist sie schon. Oh, ich soll unverzüglich in die Gerichtsmedizin kommen. Die Frau ist ja echt unheimlich. Ich glaube, die nimmt ihre Arbeit sogar mit nach Hause. Das vermuten viele. So, wir sind hier fertig. Meinen Bericht hast du morgen auf deinem Schreibtisch. Danke, Martin. Und mach mal was gegen deine Schnupfen. Heuschnupfen? Da kann man nichts gegen machen. Aha, Kommissar Hanneswinkler persönlich. Und ich dachte schon, ihr verweist mich mit meinen lustigen Ergebnissen auf den Papierkram. Schon gut, Frau Doktor Bilding. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Also, was hast du über die vier Obdachlosen herausgefunden? Außer, dass sie es mit der Körperhygiene nicht so hatten? Eine ganze Menge. Wofür hältst du das hier, Hannes? Ich glaube, das ist die Gallenblase. Oh, ich sehe schon. Du bist so ahnungslos wie ein Säugling. Das ist der Magen. Und siehst du das hier? Vanessa, bist du da etwa mit deinem Skalpell abgerutscht? Nein, das ist ein Riss. Die Magenwand ist gerissen. Bei den anderen drei Leichen, da habe ich ebenfalls solche Risse gefunden. Bei zwei Leichen war die Speiseröhre perforiert und bei dem und der vierten Leiche die Magenwand. Aber wie um alles in der Welt kann die Speiseröhre oder die Magenwand reißen? Dazu komme ich jetzt. Magenwand und Speiseröhre können reißen, wie jedes andere Material oder Gewebe, wenn es zu lange zu stark beansprucht wird. Zu lange und zu stark beansprucht werden? Wir reden hier von vier Obdachlosen, die nicht sehr viel essen. Vielmehr nehmen sie ihre Nahrung in flüssiger Form zu sich. Und genau das ist es. Diese vier Leichen hier wurden dazu gebracht, so lange zu essen, bis die Speiseröhre oder die Magenwand gerissen sind. Und ich dachte immer, wenn man zu viel isst, platzt man. Das ist ja nur ein Gefühl. Ich, wenn meine Frau Sauerbraten macht. Ja, so einfach ist das nicht. Ich mach dir das mal an der Karte hier klar. Am toten Körper wäre das für dich zu unappetitlich. Du kannst ja richtig freundlich sein, wenn du willst. Und außerdem habe ich kein großes Interesse daran zu erfahren, was es in der Polizeikantine zum Mittagessen gab. Na, leg mal los, bevor es mein Magen sich noch anders überlegen kann. So, also, hier siehst du die Speiseröhre und den Magen. Ah. Alles, was wir essen und trinken, muss durch. Und ich dachte, das verschwindet in einem schwarzen Loch. Also, wenn du mich weiter unterbrichst, stehen wir morgen noch hier. Okay, okay, mach ruhig weiter mit deinen Ausführungen. Danke. Und ich halte meine Klappe. Also, wenn man zu viel isst und der Magen zu sehr gedehnt wird, zieht der sich wieder zusammen und presst alles wieder nach oben. Man übergibt sich. Allerdings, bei unseren vier Leichen hier muss es so gewesen sein. Sie haben gegessen, sich übergeben und dann haben sie weiter gegessen. Und das immer und immer wieder. Und da die Speiseröhre und der Magen keine Paternoster sind, die immer hoch und runter fahren können, hat das Gewebe irgendwann den Dienst quittiert und ist gerissen.
Durch den Riss entstanden innere Blutungen und unsere vier hier sind verblutet. Gut, die Todesursache ist nun klar, aber was ist nun das Besondere, weswegen ihr hierher kommen musste? Siehst du, da drüben die Beutel neben den Leichen. Darin ist jeweils der halbverdaute Speisebrei aus den Mägen der vier Toten. Natürlich muss das noch richtig analysiert werden. Aber was ich nur bei der augenscheinlichen Untersuchung gesehen habe, wird dir die Slipper ausziehen. Wahrscheinlich Fastfood, Wodka und billigen Fusel. Falsch. Und deswegen habe ich dich herzitiert. Alle vier Leichen hatten Unmengen von teuren Lebensmitteln in sich. Rinderfilet, Kalbsbries, Hummer, Kaviar. Aber wie? Und was du sonst nur in den teuersten Restaurants und in ausgewählten Feinkostläden findest. Allerdings dahin verirre ich mich nie. Das lässt meine Gehaltsabrechnung schon nicht zu. Siehst du? Und nun hast du die Aufgabe aufzuklären, wie vier Obdachlose an solche Unmengen von Edelfutter kommen, dass sie sich daran zu Tode essen konnten. Gut. Was sie noch alles genau zu sich genommen haben, das kannst du dann morgen in meinem Bericht lesen. Dann will ich dich nicht weiter bei deiner Arbeit stören. Allerdings, ich glaube nicht, dass wir diese ominösen Todesfälle je aufklären werden. Sir, für wann planen Sie Ihre nächste Party? Das wird noch eine Zeit dauern, mein Lieber. Die letzte Party ist ja erst vorgestern gewesen. Nur schade, dass sich unsere Gäste schon nach dem achten Gang verabschiedet haben. Ja, das war sehr bedauerlich. Aber mein Lieber, die nächsten Gäste kommen bestimmt. Ich denke, ich sollte nächste Woche mal einen Ausflug zu den alten Werften machen. Dort werde ich sicher meine nächsten hungrigen Gäste finden. Wie Sie meinen, Sir. Für wann wollen Sie die Speisenabfolge haben? Die können wir Ende der Woche besprechen. Sehr wohl, Sir. Ich bin allein. Mir ist kalt. Ich erfriere. Allein in meiner brennenden Eiskugel. Proband 7402 Hirnströme weiterhin instabil. Proband halluziniert. Das war zu erwarten. Wann können wir die nächste Stase initialisieren? Eine erneute Initialisierung ist im derzeitigen Zustand des Probanden nicht zu empfehlen. Wann? Um eine weitere Beschädigung des Probanden 7402 zu verhindern, empfiehlt sich eine Regeneration im Vita-Bad für mindestens 2 Stunden. Veranlassen eines 60-minütigen Vita-Bades, 40 Einheiten Perdizanol und Epoxidwellen, 10 Dioden. Eingabe ist nicht zulässig. Das ist es also, was Sie zur Rettung unserer Spezies tun. Sie quälen Typ 2 Menschen? Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, worum es hier geht. Wir versuchen, unsere Art vor dem Aussterben zu retten. Ich habe sehr wohl verstanden. Und ich denke, unsere Zuhörer auch. Sie experimentieren mit Menschen. Typ 2 Menschen sind mit uns verwandt. Das können nicht einmal Sie leugnen. Und wie nahe die Verwandtschaft ist, kann man an ihnen ja am deutlichsten erkennen. Sie töten genauso wie die Typ-2-Menschen. Es hat sich nichts geändert. Gar nichts. Vor der Teilung war der Mensch bösartig. Und das wird er auch immer bleiben. Pfui! Aber Mrs. Norton, warum so aufbrausend? Die Wissenschaft verlangt manchmal nach Opfern. Das hat doch mit Böswilligkeit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, wir heilen. Schauen Sie sich Mr. H. an. Er ist wohl auf. Er ist kurz vor einem Kollaps. Nennen Sie das wohl auf? Verwunderlich, dass er überhaupt noch lebt. Wir tun alles, um es unseren Probanden so angenehm wie möglich zu machen. Mr. H. bekommt jetzt ein Vita-Bad. Das wird seine Lebensgeister wieder stabilisieren. Ich schlage vor, Sie gönnen sich erstmal einen Brock in unserer Kantine und dann sehen wir uns wieder, wenn Sie möchten. Ich mag diesen künstlichen Kaffee nicht. Aber wir sehen uns wieder. Mich werden Sie so schnell nicht los.
Sie sind denen da draußen eine Erklärung schuldig. Und dann bist du dran, du kleines Miststück. Da sind sie ja. Wie geht's Ihnen? Wieder besser? Es könnte nicht besser gehen. Können wir? Immer nur zu. Danke. Mr. H. hat sich gut erholt. Das Vita-Bad hat ihm gut getan. Sparen Sie sich das. Bringen wir es hinter uns. Wie Sie wollen. Initialisieren der sechsten Stase. Night. Initialisieren. Kalt. Es ist kalt. Professor, wo bin ich nun schon wieder? Ah, eine Tanzbar. Zwei Sex on the Beach, bitte. Zwei Sex on the Beach, das macht dann $12. Oh Mist, jetzt habe ich nur 10 dabei. Ohne Geld kein Drink, klar? Frank, hast du $2 parat? Natürlich, Lukas. Hier hast du sie. Peinlich, peinlich. Danke. Ich dachte, ich hätte mehr Geld mitgenommen. Kann doch mal passieren. Hey, Lukas, siehst du dieses geile Weib da drüben? Meinst du etwa die junge Frau im roten Kleid, die dort hinten ganz alleine tanzt? Ja, genau die. Schaut die etwa zu uns rüber? Ich weiß nicht. Die wirft uns doch Blicke zu. Hey, was machst du denn da? Ich versuche, sie zu uns zu locken. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Sie schaut wieder weg. Naja, man kann nicht alles haben. Was machen eigentlich die Bewerbungen? Hast du schon was in Aussicht? Nein, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie nehmen die immer die anderen. Ich verzweifle bald. Ach, Lukas, mach dir da keinen so großen Kopf. Irgendwas findest du schon. Ja, irgendwann. Naja, lass uns über was Fröhlicheres sprechen. Oh, sie kommt zu uns. Wer? Na, die Frau, du Hein. Was? Oh Mann, was für ein Abend. Ich bin geschafft. Ah, meine Lieblingsserie. Herzlich willkommen zu Wer wird richtig reich? Mein Name ist Ralle Rathas und ich präsentiere Ihnen die neue Quiz. Das gibt es doch nicht. Können die es nicht leiser treiben? Mit der Unterhaltungsgarantie. Hey, es gibt auch Leute, die nicht so ein aufregendes Liebesleben haben wie ihr. Treten vier Kandidaten gegeneinander an und sammeln mit ihren richtigen Antworten eine ganze Menge. Oh Mann. Und in dieser Show steht auch. Ach ja, was gibt es denn Neues? Der hat im Lotto gewonnen und der macht die Millionen. Oh, ein Jobangebot. Da könnte ich ja mal anrufen. Aber erstmal werde ich mir einen Kaffee gönnen. So, dann wollen wir doch mal bei dieser Firma anrufen und nach dem Jobangebot fragen. Ella Brockschmidt und Co. Entertainment, Sie sprechen mit Amanda Green. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Hallo, mein Name ist Lucas Jones. Ich rufe wegen des Jobangebotes an. Oh, das tut mir wirklich leid. Aber wir haben den Job schon vergeben. Aber es steht doch erst heute in der Zeitung. Es tut mir wirklich sehr leid. Da kann ich leider nichts für Sie tun. Wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin noch viel Glück. So ein Dreck. Warum kriegen immer nur die anderen die Jobs? Ich dachte, es wird heute zur Abwechslung mal ein schöner Tag. Oh, warum habe ich denn daran nicht gedacht?
Ich habe keine Aufbackbrötchen mehr. Da muss ich wohl zum Bäcker gehen. Gern. Zwei Laugenstangen, drei Vollkornbrötchen und... ja, die zwei Mohnbrötchen noch. Guten Morgen. Morgen. Hier die Brötchen. Vielen Dank. Und möchtest du einen Lolli, meine Kleine? Oh ja, ein Lolli. lecker. Auf Wiedersehen. Ein Roggen und ein Mohnbrötchen, bitte. Oh, das tut mir leid. Wir haben gerade erst die letzten Mohnbrötchen verkauft. Natürlich, das war ja klar. Dann bitte zwei Roggenbrötchen. Okay, ich packe sie Ihnen ein, ja? Als kleine Wiedergutmachung könnten Sie mir noch einen dieser Lollis einpacken. Hey. Die habe ich schon als Kind gemocht. Hey, was machen Sie denn da, mein Herr? Die Lollis sind nur für Kinder. Wie bitte? Nur für Kinder? Lassen Sie Ihre Finger davon. Nur für Kinder? Nur für Kinder? Was gibt man mir überhaupt? Nichts? Nichts? Einfach nichts? Ich will doch nur einen verdammten Lolli, nur ein bisschen Glück. Das haben die anderen doch auch. H.H., du kennst das Gefühl, nichts erreichen zu können, nicht geliebt zu werden oder zu scheitern. Wer sind Sie? Warum ist es hier so dunkel? Wo ist der Professor? H.H., mein Lieber, ich bin dein Gewissen. Bitte was? Du kennst das Gefühl des Scheiterns nur zu gut, oder? Ist die Geschichte von Lukas nicht auch deine Geschichte? Wüsst du nicht, dass es mir schlecht geht? H., gesteh es dir ein. Du wurdest nie geliebt. Du hast nie was erreicht. Andere haben es. Professor, ich will zurück. Raus aus meinem Gefängnis. Bringen Sie mich zurück. Gestehen Sie sich Ihre Gefühle ein. Ihre bösen Gefühle. Der Neid ist doch so alt wie die Menschheit. Es ist menschlich, neidisch zu sein. Gehen wir doch einfach mal in der Zeit zurück. Wo bin ich? Wir sind in einer Grabkammer. Was ist das für ein Schmerz? Das ist das Gift des Neides. Das Gift des Neides? Das Gift des Neides, oder vielleicht doch das Gift jeder Sünde. Kleopatra vergiftete ihren Bruder aus Habgier oder Neid. Ganz gleich, es war eine Sünde. Es war ein Brudermord aus niederen Gründen. Böse? Menschlich. Was soll die Scheiße denn? Das schmerzt. Hör auf damit. Professor! Romulus tötete Remus. Nur weil er seine Mauer übertreten hatte. Neid? Fragwürdig. Vielleicht aus Zorn. Sünde ist Sünde. Aber Kain tötete Abel aus reinem Neid. Gott bevorzugte Abel mehr als Kain. Das war für Kain Grund genug, seinen Bruder zu töten. Nur weil sein Bruder mehr Erfolg hatte, weil er mehr geliebt wurde, konnte er sich nicht mit ihm freuen? Nein, das Böse überwog in ihm. Was soll das? Das Böse in dir quält dich. Und Sie glauben allen Ernstes, dass Sie mit diesen Experimenten durchkommen? Wie Sie sehen, sind wir das bereits. Das Projekt ist staatlich unterstützt. Und wenn wir Erfolg haben, wird eine Weiterführung des Projektes nichts mehr im Wege stehen. Sie wollen also allen Menschen Typ 2 quasi ihrer Seele berauben? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Mrs. Norton. Das ist schnell erklärt. Sie wollen mir doch nicht etwa mit diesem kleinen Spielzeug hier wehtun? Und ob ich das will? Stellen Sie den Scheiß aus. Wie bitte? Ausmachen und den Probanden freilassen. Sofort. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie damit durchkommen, oder? Ich bin schon mit ganz anderen Sachen durchgekommen. Zum Beispiel bin ich als Typ 2-Mensch hier in Ihre Anlage eingedrungen. Na, überrascht. Ich habe mir den Scheißausweis von dieser Dubia Norton besorgt.
Nebenbei. Die Schlampe liegt irgendwo zwischen den Kadavern, welche ihr einfach entsorgt, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Ein Auge und ein Finger für die Augen- und Fingerabdruckanalysen weniger. Aber ansonsten noch im Komplettzustand. Übrigens, ihre Angestellten schlampen ganz schön. Auge und Fingerchen habe ich bequem in meiner Handtasche unterbringen können. Abgesehen von dieser kleinen Strahlenkanone. Zugegeben, sie überraschen mich ein wenig. Die Waffe ist wirklich niemandem aufgefallen. Jedoch werde ich ihrer Bitte nicht nachkommen können, ihren Partner Mr. H. freizulassen. Denn das ist er doch, oder? Nicht wahr, Mrs. Norton? Oh, ich meine natürlich Mrs. Holloway. Das ist doch ihr richtiger Name, oder irre ich mich? Oh, bitte berichtigen Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Sie sind seit 10 Jahren mit ihm in einer Verbindung. Darum haben wir sie beide auch ausgewählt. Zwei durchaus interessante und außergewöhnliche Exemplare der Typ-2-Menschen. Wie Sie sehen, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Sie haben was? Das haben Sie nicht. Sie versuchen mich zu verarschen. Keineswegs. Wir haben sogar Ihre Kinder in Sicherheit gebracht. Nein. Doch, doch. Schauen Sie selbst. Das war ein Fehler. Oh. Falsch. Es war die beste Entscheidung. Sie haben den Tod verdient. Ihr alle habt den Tod verdient. Ich mache euch alle kalt. Was muss ich Ihnen noch sagen? Warum sollte ich dir zuhören, Miststück? Wollen Sie Ihre Kinder wie... Wollen Sie Ihre Kinder wiedersehen? Was willst du mir sagen, bevor du abtrittst? Mach hin. Ich habe keine Zeit, Schlampe. Kommen Sie näher. Näher. Bitte. Glauben Sie wirklich, wir sind so dumm? Was? Das ist Gas? Ihr verfluchten Schweine! Ihr Schweine! Probandin 7403 ist eingetroffen. Einem erfolgreichen Abschluss des Projektes 7 Todsünden steht nichts mehr im Wege. Initialisieren. Stase 7, Trägheit. Oh, das Licht, es brennt. Ey, hör auf zu blinzeln. Tobia? Kannst du nicht mal ganz normal in die Kamera sehen? Tobia? Ja, genau, sei verblüfft. Bist du es wirklich? Genau so. Das ist hier ein Fotoladen, oder? Super, Age. So einer, wie du ihn mir bei der Abschlussfeier beschrieben hast. Dein Fotoladen? Natürlich ist das mein Laden. Aber das weißt du doch, Age. Ich weiß? Ja, das ist dein Laden. Aber wie komme ich... Und wieso bist du... Age, was faselst du da? Du bist... Und was soll ich sein? Du bist... Ich weiß jedenfalls, was du bist. Du bist heute unfotogen. Für heute machen wir Schluss. Tobia, das kann eigentlich nicht sein. Was kann nicht sein? Das ist... Hast du heute Nachmittag noch etwas vor? Wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen? Ach, das geht leider nicht. Ich muss zu meinem Bruder. Michael? Ja, ich muss mich um ihn kümmern. Seit wann seid ihr denn ein Herz und eine Seele? Er ist mein Bruder und... Er braucht mich jetzt mehr denn je. Aber vielleicht... Was vielleicht? Vielleicht ist es ganz gut, wenn du mitkommst.
Immerhin wart ihr in derselben Klasse. Eigentlich kennst du mich ja nur wegen Michael. Aber Michael... Was ist mit Michael? Michael hat sich verändert. Er kann Aufmunterung gebrauchen. Also, kommst du mit? Bitte. Ich weiß nicht. Komm. Dubia sieht immer noch genauso aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Circa 1,60 groß und lange braune Haare. Dazu grün-graue Augen, die einen irritierend ansehen können. Warum ich nun gerade wieder bei ihr gelandet bin, verstehe ich nicht. Eigentlich sollte sie... Egal. Nun sitze ich also hier mit ihr im Auto und fahre zu Michael. Michael. Es stimmte. Ich kannte Dubia nur über Michael. Michael war in meiner Klasse gewesen und damals schon anstrengend. Als Schüler war er schon so ein Machertyp. Einer, der einfach nicht still sitzen konnte. Überall musste er sich einmischen. Unterschriftensammlungen, Gerechtigkeit. Ein moderner Robin Hood. Zwangsläufig war er in der Schule Schülersprecher. Später wurde er Journalist. Enthüllungsjournalist. Der einen Journalistenpreis nach dem anderen einstreicht. In meinen Augen ist Michael aber nur ein anstrengender Widerling. Mit einer, zugegeben, schönen Schwester. Dubia, was soll ich eigentlich bei deinem Bruder? Ich mag ihn nicht und er mag mich auch nicht. Mit anderen Worten, es gibt keinen, der sich sonderlich freut. Nicht freuen? Ach, das wäre schon ein Fortschritt für Michael. Wenigstens eine Reaktion. Michaels Zustand ist... Nun, Michael ist... Michael ist was? Lethargisch, apathisch, nenn es wie du willst. Er geht kaum noch aus dem Haus. Vielmehr sieht er die ganze Zeit Holo-TV und stopft Pizza in sich rein. Michael? Mr. Gesundheitsfanatiker alias Lord Medienkritik zieht sich Holo-TV mit Fastfood rein? Ja, leider. Wie kommt denn das? Nun, wie soll ich sagen? Ein Schicksalsschlag. Vor einem Jahr sind seine Frau und sein kleiner Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er kann ihren Tod einfach nicht verwinden. Und das Schlimmste, Michael gibt sich die Schuld. Ist er denn gefahren? Nein, aber er glaubt, er habe eine Schuld. Warum auch immer. Wir sind da. Michael vom Mr. Super zum Zombie mutiert. Das waren ja aufregende Neuigkeiten. Allerdings nicht so aufregend wie Dubias Hintern. Er wippt vor mir die Treppe hinauf, rund und wohlgeformt, in einer knapp sitzenden Jeans. Wie in meiner Erinnerung. Trotzdem, es irritiert mich, hier mit ihr zu stehen und ihr Haar zu riechen. Das kann nicht sein. Gut, sie war damals in der letzten Klasse so etwas wie meine Freundin. Ein Grund, warum Michael mich hasst. Warum schaut sie mich an? Alles okay, Age? Du siehst gedankenverloren aus. Ich? Na, mal sehen, was Michael sagt. Michael, mach auf! Michael, mach auf! Michael, mach auf! Ich bin es, Dubia! Er ist nicht da. Doch, er ist da. Er macht nur nicht auf. Aber ich habe einen Zweitschlüssel. Michael, Boah. Ich bin es, Dubia! Was riecht hier denn so? Müll. Er bringt einfach den Müll nicht runter. Und jetzt? Er ist bestimmt im anderen Zimmer, vor dem Holo-TV. Ich folge Dubia in das andere Zimmer. Der Geruch nach verfaultem Obst ist hier noch strenger. Auf dem Boden liegen Flaschen, halb aufgegessene Pizzastücke und Socken.
Die Szenerie passt überhaupt nicht zu meiner Vorstellung eines erfolgreichen Journalisten. Michael sitzt in einem abgewetzten Sessel und starrt auf das Holo-TV-Bild. Von uns scheint er keine Notiz zu nehmen. In der Hand hält er eine Zeichnung. Sie ist an den Rändern schon vergilbt vom Handschweiß. Auf dem Papier ist in kindlicher Krakeltechnik eine Familie gezeichnet. Vater, Mutter, Kind. Alle lächeln und halten Händchen. Über ihnen scheint die Sonne. Eine glückliche Familie. Auf einem Tisch steht ein Foto. Es erscheint wie ein realistisches Pendant der Krakelzeichnung. Nur sieht man auf dem Foto Michael und eine fröhlich dreinblickende Frau mit einem kleinen Jungen. Auf dem Foto ist Michael durchtrainiert. Vor mir aber sitzt ein aufgeschwemmter Mann mit stumpfem Blick. Michael? Michael? Hallo, Michael. Ich habe jemanden mitgebracht. Kennst du noch Age? Dubia? Michael, hier ist schlechte Luft im Zimmer. Ich lüfte erst einmal. Du kannst dich ruhig um deinen Gast kümmern. Gast? Hallo, Michael. Kennst du mich noch? Belle Fagor! Was? Ach, das sagt er immer wieder. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber was hat es denn zu bedeuten? Was weiß ich. Hilfst du mir beim Aufräumen? Und die Krakelzeichnung? Sein Sohn hatte das morgens am Unfalltag gezeichnet. Wo sind denn die Mülltüten? Aber am Nachmittag waren Michaels Frau und Sohn tot. Die Zeichnung ist das letzte Lebenszeichen, das er von ihnen hat. Michael legt die Zeichnung nur selten aus der Hand. Er kann Stunden verbringen, sie anzustarren. Manchmal weint er. Was zum Teufel? Michael, was ist das hier? Dubia hat etwas gefunden. Erbost hält sie Michael eine kleine Flasche vor das Gesicht. Auf dem Etikett kann ich das Zeichen von Khan und einen Teufelskopf erkennen. Jeder kennt das Zeichen von Khan, dem Drogenboss aus Downtown. Jetzt ergibt Michaels Gestammel auch Sinn. Belphegor. Das ist doch diese neue Designerdroge, die süchtig und glücklich macht, aber unweigerlich zum Tod führt. Die Drogenmafia vertreibt es Downtown in großem Stil. Ich frage mich, was eine Fläschchen Belphegor wohl wert ist. Michael, du warst doch immer der Vernünftigere von uns. Und das hier sind Drogen. Das Zeichen von Khan. Was soll das? Michael, wenn das Mutter wüsste, dass du mal Drogen nehmen würdest. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß ja, dass es ein großer Verlust für dich ist. Aber das hier bringt dich um. Leider tut es das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Die Flasche ist nicht angebrochen. Michael ist ein Feigling. Er hat Angst vor dem Tod, selbst wenn es ein glücklicher Drogentod ist. Außerdem wäre er jetzt euphorisiert, wenn er das Zeug tatsächlich eingenommen hätte. Aber er sitzt hier wie ein Stein. Belphegor hat für Michael eine andere Bedeutung. Dubias Standpauke langweilt mich. Sie liegt falsch. Ich sehe mich lieber in der Wohnung um. Auch im Schlafzimmer steht die Luft. Neben dem Bett steht auf dem Boden ein eingestaubter Kandinsky-Druck. Über der Wand ist noch deutlich die Stelle zu sehen, an der das Bild hing. In der Mitte des hellen Rechtecks steht eine Tresortür offen. Michael, wie nachlässig. Im Tresor liegt aber kein Geld, keine weiteren Fläschchen, sondern nur ein Hefter. In roten Buchstaben steht Recherche Belphegor auf dem Deckel.
Was hast du da? Das hier lag im Tresor. Schau nicht so entsetzt, der Tresor war offen. Aber schau mal. Belphegor. Belphegor? Was ist das? Keine Ahnung. Belphegor, leg das wieder zurück. Michael steht auf einmal hinter Dubia. Es ist das erste Mal, dass er sich scheinbar für unseren Besuch ernsthaft interessiert. Er versucht, Dubia den Hefter zu entreißen. Michael, was ist das? Leg das wieder zurück in den Tresor. Das hat schon genug Leid über mich gebracht. Hat das etwas mit deinem Sohn zu tun? Zurücklegen, sofort! Nein, Belphegor! Was hast du getan? Interessant. Der apathische Stein Michael zeigt Gefühl. Und wie? Mit beiden Armen schüttelt er Dubia. Er wird dir noch wehtun. Dubia wehtun? Das darf doch... Ich schlage Michael nieder. Michael sackt in sich zusammen. Danke. Was steht hier nur drin, dass er so aufgebracht ist? Das scheint Michaels Recherche zu Belphegor zu sein. Belphegor ist eine von Kahns neuen Designerdrogen. Was? Aber dann nimmt Michael keine Drogen? Ich glaube eher, er hat über Kahn recherchiert. Lesen wir doch einfach seine Recherche. Ich liege neben Dubia. Nachdem wir Michaels Recherchen zu Kahn gelesen haben, brauchte sie einfach jemanden, der bei ihr blieb. Der Inhalt des Ordners erklärte, warum Michael sich schuldig fühlt. Michael hatte die Hintergründe der neuen Designerdroge recherchiert und es waren Ergebnisse mit enormem Zündstoff. Bei einer Veröffentlichung wären auch scheinbar ehrbare Politiker und Forschungslabore stark belastet. Und dann im hinteren Teil des Ordners waren Briefe. Drohbriefe. Gegen ihn und seine Familie. Michael. Man recherchiert nicht einfach so gegen die Drogenmafia. Und vor allem nicht gegen Kahn. Und so wie es aussieht, hatten sie ihre Drohung wahrgemacht. Michaels Familie lebte nicht mehr. Und das hatte ihn gebrochen. Ich frage mich, wie abgestumpft Michael wirklich ist. Neben mir bewegte sich Dubia. Vergeblich zerrte sie an ihren Fesseln. Oh. Oh. Hallo, Michael. Was? Na? Freust du dich, mich wiederzusehen? Oh. Age? Wie du hierher kommst? Nun... Ich habe mir Dubias Zweitschlüssel geborgt. Dann habe ich dich im Schlaf betäubt und hierher gebracht. Das dürfte dein erster Drogentrip gewesen sein, oder? Belphegor! Keine Angst, es war nicht Belphegor. Ich brauche dich nämlich nüchtern. Was soll das? Nun, ehrlich? Ich weiß auch nicht, was es soll. Nennen wir es ein Experiment. Ein Experiment mit deiner Trägheit, deinem Stumpfsinn, deiner Lethargie. Was willst du? Weißt du... Wo wir sind? Das ist das alte Sägewerk, in dem wir als Kinder immer gespielt haben. Richtig. Ich freue mich, dass du dich erinnerst. Weißt du, was mich an der ganzen Geschichte irritiert? Dubia. Dubia? Weißt du noch vor Jahren unser Abschlussball? Eigentlich hatte ich sie danach hierher gebracht und erwürgt. Oh. Doch nun ist sie plötzlich wieder da. Keine Ahnung, warum, aber ich hasse es, einen Job zweimal zu machen. Und dann bringt Dubia mich zu dir, einem abgestumpften Stein. Michael, es ist Zeit für das Experiment. Dubia! Ja, das ist der Grundaufbau des Experiments. Ein Bruder, seine Schwester und ein Sägewerk. Die Schwester liegt auf dem Band. Das zu einem großen, schnell rotierenden Sägeblatt führt. Der Bruder steht hier, 20 Meter vom Notausgang entfernt. Ich
stehe hier mit einer 45 Shotgun und der unbekannten Variablen. Lumia, ich komme! Stopp! Du kennst die unbekannte Variable noch nicht. Ich habe hier die Kinderzeichnung einer glücklichen Familie und mein Zippo-Feuerzeug. Ein Schritt zu Dubia und die Zeichnung brennt. Michael sieht erst auf mich, dann auf die Zeichnung in meiner Hand, dann auf Dubia. Ein Weinkrampf durchzuckt seinen Körper. Er klappt zusammen wie ein Taschenmesser. Weinend und zuckend windet er sich am Boden. Die Qual der Entscheidung, Krakelzeichnung oder seine Schwester, überfordert Michael sichtlich. Erstaunlich, wie man Menschen dazu bringen kann, durch das richtige Setting gar nichts zu tun. Theorie bestätigt, quod erat demonstrandum. Das rotierende Sägeblatt nähert sich Dubias Kopf. Ich schenke ihr einen letzten Blick. Was soll's? Ich zünde mein Zippo. Mich los, verdammt. Beruhigen Sie sich. Sie hatten einen schweren Unfall. Sie lagen 7 Wochen im Koma. Alles ist gut. Nichts ist gut. Machen Sie mich los. Sie sollten sich jetzt nicht aufregen. Die Gurte sind nur dazu da, Sie zu sichern. Sie hatten immer wieder schwere Muskelkontraktionen während Ihrer Schlafphase. Wir mussten Sie in ein künstliches Koma versetzen. Ihr verarscht mich doch. Ihr alle. Ihr alle? Bitte. Wo sind meine Kinder? Und mein Mann? Meine Frau? Keine Sorge, denen geht es gut. Sie werden gut versorgt. Die Kinder sind nicht verletzt worden. Sie sind mit dem Auto in Schleudern gekommen. Ihr Mann liegt nebenan. Ich will sie sehen. Ihn sehen. Das werden sie. Bitte, ruhen Sie sich etwas aus. Ich weiß, das ist sehr verwirrend für Sie. Der Arzt wird Sie später besuchen und Ihnen alles erklären. Haben Sie noch einen Wunsch, welchen ich Ihnen sofort erfüllen kann? Ich will wissen, welches Datum wir haben. Verständlich. Heute ist der 6. September 2012. Ein wundervoller Tag zum Aufwachen. Ja, ja. Ach, und machen Sie diese verfluchte Musik aus. Das ist der Fernseher. Soll ich umschalten? Wir haben ihn angelassen. Ist mir scheißegal. Hauptsache, das Geklimper ist aus. Nachrichten? Meinetwegen. Heißen Quellen zufolge arbeiten die Forscher der Brain X Corporation an einer Studie, welche die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns drastisch erhöhen könnte. Hierzu ein Statement des leitenden Professors. Danke. Sie haben es schon ganz richtig geschildert. Wir könnten mit unserer Methode einen revolutionären Durchbruch erlangen. Das menschliche Hirn wird nur zu knapp 10% genutzt. Mit unserer Methode würde es eine Steigerung um 2/3 geben. Wir sind derzeit noch auf der Suche nach Probanden für unsere Studie, die 7 Todsünden. Sie wollten schon immer zur Elite gehören? Manager, Arzt oder gar Physiker werden? Jedoch fehlten Ihnen bisher die Voraussetzungen dazu? Melden Sie sich noch heute als Proband bei der Brain X Corporation. Nein! Sieben Todsünden, 2. Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher. Rahmenhandlung. Markus H., Robert Frank. Professor Hill, Ernst Dubitzky. Ema, Christiane Marx. Belinda Freyer, Dagmar Bittner. Dubia Norton, Alexandra Begau. Völlerei. Butler Quentin, Michael Gerdes. Paule, Freddy B. Jack, Peter Struck. Toni, Marcel Ellerbrock. Betty, Sonja Röhrig. Gerichtsmedizinerin Dr. Bilding, Susanne Faulhaber. Polizeihauptkommissar Johannes Winkler,
Werner Wilkening. Polizist Marco Schmidt. Spurensicherer Martin Blau, Tim Gößler. Knight. Barkeeper Markus Raab. Frank Marco Rosenberg. Frau Stefanie Preis. Mann Xilev. Telefonistin Laura Schmidt. Frau beim Bäcker Eiga Kornemann. Mädchen beim Bäcker Meret Hoffmann. Bäcker Martin Otto Wertsch. Trägheit Michael Wolf Nilsson. Credits Marcel Ellerbrock. Die Skripte. Rahmenhandlung Roland Möntemann. Völlerei Silas Kropf nach einer Idee von Karin Schumann. Neid Mindmaster nach einer Idee von Achim. Trägheit Sascha Kubert. Lektorat André Schralker. Titelmelodie und Score Jan Krzysztaniak. Weitere Musik von Jamendo.com. Wir danken Hans-Peter Stoll und dem Team vom Hörspiel TV Fatal – Wer wird richtig reich? Für den von uns verwendeten Hörspielausschnitt. Schnitt Marcel Ellerbrock und Marco Schmidt. Covergestaltung Roland Möntemann. Soundeffekte Roland Möntemann, Marcel Ellerbrock, Marco Schmidt, Sven Matthias und freesound.org. Wir danken allen helfenden Händen und Ohren, die hier nicht explizit genannt wurden. Eine Produktion für das Hörspielprojekt aus dem Jahre 2017. Das Hörspiel steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0 BY NC ND.